Herr Präsident, meine Damen und Herren, als mir Christoph Bergner gestern erstmalig den Text zeigte, dachte ich erst an einen Karnevalscherz. Aber nach Ihrer Rede muss man ja davon ausgehen, dass das ernst gemeint ist. Also, Herr Gerke, Sie sind doch sonst ganz vernünftig. Wie konnte Ihnen denn so ein Antrag passieren? Das müssen Sie uns mal erklären. Das geht so nicht. Das liest sich wie ein Besinnungsaufsatz der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Ja, oder das ist DKP-Lyrik, Mottenkiste, unterste Schublade. Ich weiß ja, Sie waren mal stellvertretender Bundesvorsitzender der DKP. Aber diese frühkindliche Prägung müssen Sie mal irgendwann überwinden. Das geht nicht. Wir sind 30 Jahre weiter. Wir sind im 21. Jahrhundert, Herr Kollege. Der Antrag ist wirklich voll von verrutschten Bildern und falschen historischen Ansagen. Sie sprechen von der Konferenz von Helsinki 75, dass die für eine friedliche Koexistenz in Europa Bedingung war, deren Auswirkungen bis heute spürbar sind. Das wüssten wir. Es war die Sowjetunion, die in Helsinki gesagt hat, zur Bedingung gemacht hat, dass Grenzen unverletzlich sind. Brezhnev hätte nie unterschrieben ohne unverletzliche Grenzen. Und Russland hat dieses Prinzip jetzt verletzt und niemand anders. Das nächste ist, und ich meine, das muss man wirklich zweimal lesen, der Grundkonsens deutscher Politik, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen dürfe, ist seitdem vielfach gebrochen worden. Also in Ihrem Fall steht, von deutschem Boden ist vielfach Krieg ausgegangen. Das ist doch völlig irre. Ich meine, in welcher Realität leben Sie denn? Aber wir kennen das ja von Ihnen schon, von Ihnen, von Frau Dagdelen und anders. Sie haben so eine Art Zwangsvollstreckung von einem militaristischen Deutschland, wo eine Art Waffen-SS schon wieder die Panzermotoren warmlaufen lässt. Das ist russische Propaganda. Kissiljow, auch wirklich unterste Schublade. Und dann sagen Sie, nach der Auflösung des Warschauer Pakts erwarteten viele Menschen in allen Teilen Europas den Abbau der Strukturen der NATO. Das Erste, was die wollten, die Länder, die unter kommunistischer Zwangsherrschaft standen und die Freiheit kriegten, das Erste, was sie wollten, Mitglied der NATO zu werden, bevor sie in die EU kamen, um Sicherheit vor Russland zu bekommen. Also das Gegenteil ist richtig von dem, was Sie hier sagen. Von beiden Seiten in Europa sei eine Rückkehr zum Völkerrecht dringend geboten. Also Sie scheinen offenbar die Vorstellung zu haben, dass der Westen über die Ukraine militärisch hergefallen ist. Auch da leben Sie in einer völlig falschen Realität. Und in dem Zusammenhang muss ich mich jetzt mal an die Freunde von der SPD wenden. Ich habe nämlich einen gewissen Verdacht. Ihr habt ja da eine sehr merkwürdige Sitzung letztes Jahr mit der Linkspartei gehabt. So eine Art spiritistische Sitzung mit Geisterbeschwörung. Ja, ein paar Grüne sind auch erwischt worden, als sie dabei waren. Ja. Der Toni ist gesehen worden. Man weiß ja, dass bestimmte Kräfte der Linkspartei gegen eine Regierungsbeteiligung sind, gegen eine Regierungsbeteiligung mit der SPD. Und ich habe die These, Frau Wagenknecht will das, oder das Ehepaar aus dem Saargebiet, genauer gesagt, will das. Ich habe den Eindruck, dass Sie mit Ihrem Antrag eine rot-rot-grüne Koalition sabotieren wollen. Herr Gerke, das ist gefährliches Terrain. Ihre alten SED-Kader in Ihrer Partei, die wollen endlich an die Macht. Also passen Sie auf, dass Sie nicht in die Minderheit geraten in Ihrer Partei. Ja? Sie landen am Ende noch vor der Arbeiter- und Bauerninspektion Ihrer Partei. Ja? Da müssen Sie aufpassen. Also, liebe Sozialdemokraten, irgendwann kommt dieser Antrag ans Licht. Wir sind ja weitgehend unter uns, aber irgendwann liest ein Journalist das. Und Sie haben immer noch die wahnhafte Vorstellung, Sie könnten Mehrheiten jenseits der CDU bilden. Ja, mit wem denn? Also, mit der AfD werden Sie nicht zusammengehen wollen. Mit der FDP ist es ganz schwierig. Erinnert mich immer an Goethe, Faust, nun naht ihr euch wieder schwankende Gestalten. Ja? Also FDP ist schwierig. Martin Schulz hat es mehrfach gesagt. Ihr Herr Parteivorsitzender hat es heute in der FAZ gesagt, Mehrheiten jenseits der CDU. Sehen Sie mal genau hin in den Antrag. Sie können das schwarz auf weiß lesen. Auflösung der NATO, Rückzug Deutschlands aus den militärischen Strukturen der NATO. Das steht hier drin. Herr Kollege, einer Partei, die derart lebensgefährlichen Unsinn verzapft, darf man nicht zur Macht verhelfen. Das ist klar. Und wenn Sie das nicht ganz schnell klarstellen, werden Sie für weite Teile der Bevölkerung nicht mehr wählbar sein. Machen Sie lieber eins, loben Sie die großartigen Leistungen dieser großen Koalition und bekommen Sie Ihre Lust am Untergang möglichst schnell in den Griff. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Der Kollege Dr. Fritz Felgentreu spricht jetzt für die SPD.